Wie einige von euch vielleicht wissen, war Saartal eine der frühesten Nordsiedlungen in Himmelsrand. Und es war die größte. In der berüchtigten Nacht der Tränen wurde es von Elfen geplündert. Und es ist nicht viel bekannt, was mit Saartal geschehen ist. Vermutlich werden wir das jetzt erfahren. Das ist eine aufregende Gelegenheit. Ich bin nicht sicher, dass wir hier sein sollten. Zivilisation und ihre Magie studieren zu können. Nun, gibt es noch Fragen, bevor wir anfangen? Nein. Ah ja. Vermutlich wäre er dankbar für etwas Hilfe beim Auffinden zusätzlicher magischer Artefakte hier in den Ruinen. Jeder verzauberte Gegenstand ist in Ordnung. Der Verzauberungsnutzen spielt keine Rolle. Wenn ihr etwas findet, kann die Klasse sich das ansehen. So, mal sehen. Super. Oh! Was machen wir mit euch an? Der Bargeld nicht mal im Traum daran. Was hast du? Nix? Hast doch gar nichts. Melina, was wissen du? Meine Liebe, warum sucht ihr nicht Schutzzaubern? Alles, was darauf... Also wir sollen jetzt irgendwas Magisches finden. Ich habe da irgendwas nicht mitbekommen. Aber lasst sie bestehen. Identifiziert sie. Ja, das wird man hinkriegen, wa? Irgendwas Magisches. Ich hätte hier einen Eimer. Zählt der auch? Und überall sind Lederstreifen. Was haben wir hier? Eine Wand? Hallo? Fasst nichts an! Ach so, den sollten wir finden. Teufeltier hat mich zu eurer Hilfe entsandt. Was? Ach ja, ihr. Ich erinnere mich an euch. Ihr wollt helfen, das ist schön. Bringt nur bitte meine Arbeit nicht durcheinander. Ich habe mir nur einen Teil davon durchgesehen. Ihr könnt euch gerne in den Kammern nördlich von hier umsehen. Seid bitte vorsichtig, ja? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Suche nach magischen Artefakten. Tragt einfach die übrigen magischen Artefakte zusammen, damit ich sie katalogisieren kann. Okay. Hallo. Was in aller Welt war das für ein Lärm? Ist alles in Ordnung? Ja. Ich bin hier drin, aber gefangen! Wie in aller Welt ist das passiert? Keine Ahnung. Ich habe ein Amulett von der Wand genommen. Wirklich? Vielleicht hat das Amulett eine Bedeutung. Vielleicht. Könnt ihr es irgendwie benutzen? Amulett von Saartal. Zauber verbrauchen 3% weniger Mana. Wie sollen wir das benutzen? Einfach anlegen. Seht ihr das? Was denn? Eine Art Resonanz. Oh. Hier und die Mauer. Das muss mit dem Amulett zusammenhängen. Okay. Ich frage mich, welche Auswirkungen eure Zauber wohl haben. Meine Zauber? Ich hab doch gar keine vernünftigen Zauber. Yay! Guck mal, ich hab's kaputt gemacht. Cool, ne? Denkt nicht mal im Traum daran. Was denn? Bitte seid hier vorsichtig. Die Was verkauft ihr denn? Zauber und Beschwörungen für jeden, die sie... Habt ihr das gesehen? Nun schau sich das mal an. Das scheint irgendwo hinzuführen. Sehen wir es uns genauer an. Ich bin heute irgendwie nervös. Sorry, Freunde, dass ich hier dauernd das Gespräch unterbreche. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Keine Ahnung, was los ist. Hier ist so ein Schnicks. Diese Eissplitter sind ja schon ganz cool. Opa? Bist du hin? Trollfett. Oder was? Salz? Keine Ahnung. Ich hoffe wirklich, ihr wisst, was ihr mit diesen Flammen da tut. Wartet, Magier, und hört gut zu. Wisset, dass ihr eine Folge von Ereignissen in Gang gesetzt habt, die nicht aufgehalten werden kann. Aha. Es wurde noch kein Urteil gefällt, da ihr davon nichts wissen konntet. Es wird ein Urteil über eure zukünftigen Handlungen gefällt werden und darüber, wie ihr den Gefahren begegnet, die euch erwarten. Diese Warnung ergeht an euch, weil der Sijik-Orden an euch glaubt. Ihr Magier, ihr allein habt das Potenzial, eine Katastrophe zu verhindern.
Seid sehr vorsichtig und wisset, dass der Orden euch beobachtet. Tschüss. Ich schwöre, ich habe gerade etwas ziemlich Seltsames gespürt. Was ist da gerade geschehen? Irgendein Geist ist mir erschienen und hat mit mir gesprochen. Ich habe leider gar nichts gesehen. Könnt ihr mir mehr darüber sagen, was ihr gesehen habt? Es ging um bevorstehende Gefahren und den Psychic-Orden. Psychic-Orden? Seid ihr ganz sicher? Ja. Das ist sehr seltsam. Echt? Und drohende Gefahren? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Es besteht keine Verbindung zwischen den Psychics und diesen Ruinen. Und von ihrem Orden hat seit langer Zeit niemand mehr etwas gesehen. Vielleicht sollten wir einen Blick in diese Särge werfen. Jetzt seid bitte sehr vorsichtig. Wer weiß, was wir finden. Weiß nicht. Was ist denn der Psychic-Orden? Das war eine Gruppe von Magiern, deren Geschichte noch weiter zurückreicht als die des Kaiserreiches. Okay. Sehr mächtig, sehr verschwiegen. Okay. Drauk! Super! Wie wir ihm halt keinen Schaden machen. Aua! Bin in die Flammen reingelaufen. Jetzt greift der Atronarch uns an. Weil wir seinen Zauberer versehentlich mit unserem Fuß getroffen haben. Ist ja geil. Gut. Okay, Freunde. Diesmal lassen wir ihn machen. Das ist doch sein Atronarch, oder? Das ist ein feindlicher Atronarch. Offensichtlich ist er feindlich. Der hing an der Draufgeißel. Okay. Krass. Wo war der Erste? Schon weg. Ach, der ist hier. Noch gar nicht wegverpufft. Einfach nur im nächsten Raum. So. Das ist einfach faszinierend. Ja, komm, geh weiter. Freunde, sorry, dass ich heute so wenig Geduld habe, aber ich bin echt erkältet irgendwie. Mir geht's irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe nur Halsschmerzen, aber ich fühle mich super. Kennt ihr das, wenn ihr nicht wirklich krank seid, aber euch furchtbar krank fühlt? Ich habe übrigens gehört, die Schmerzen, die eine Frau bei der Geburt durchmacht, sind fast... Also das ist einfach faszinierend. Fast so heftig wie die von einem Mann, wenn er erkältet ist. Habe ich erst auf Facebook gelesen. Ich bin echt nicht klargekommen darauf. Der hier rumballert, ne? Ja, der hat einen Pfeil im Kopf! Entschuldigung! Das habe ich mit den Bordruinen noch nie gesehen. Echt nicht? Ich habe ja schon ganz viele drauf gesehen in den alten Nordruinen. Lohnt sich ein genaueres Hin. So etwas habe ich in den Orten noch nie gesehen. Ich hasse es, wenn die sich immer wiederholen. Cesarga. Da lohnt sich ein genaueres Hin. Ich würde gerne eine bleiben und das alles untersuchen. Ja, mach mal. Ihr dagegen sollt weiter versuchen, das zu finden, was diese Vision euch gezeigt hat. Aber seid vorsichtig, wenn es wirklich gefährlich ist. Geht schon voraus. Bla bla, Gott sei Dank sind wir jetzt allein. Der Typ, der ich weiß nicht warum, aber die Akademie vom Winterfest ist einfach nicht so meins. Vielleicht ist heute ja Live-Erik-Sonntag und ich bin deshalb so ungeduldig.
Noch höre ich keine Drogs. Da kommt einer raus, ganz sicher. Und jetzt höre ich auch einen. Oh, hi! Hab dich von der anderen Seite her erwartet. Bin ich in die Falle getreten? Nö, bin ich nicht. Echt nicht. Entschuldigung. Der Stiefel. Oh, das ist ein Todesfürst. Der hat einen Helm auf. Oder zumindest eine Geißel. Oder zwei Todesfürsten. Alter! Was geht denn hier ab? Zwei Todesfürsten auf einmal. Ich glaube, es hackt. Oh. War Absicht. War Absicht, damit die jetzt dahinter gehen. Ich war gar nicht da, noch nie. Ich war noch nie in Saartal. Kann ich nicht gewesen sein. Verdammt. Fuß oder da. Fuß! Mal auf, uns hier wegzufussen. Sonst fuss ich zurück. Na also. Zwei Todesfürsten, ey. Das hat man auch noch nie. Und dann noch das erste Mal besiegt. Was? Ebenerz? Oh, krass. Ebenerz nehmen wir mit. Oh, auch Ebenerz. Hätte ich fast flacken lassen. Sowas. Fuss, herda. Ich möchte eigentlich endlich mal das Roh haben. Wir haben eigentlich nur das Fuß. Und ich habe keine Ahnung, wo das Roh herkommt. Ah. Schön, schön, schön. Weitermachen. Dieses Zurückwerfen bei dem Pfeil ist auch übelst wichtig. Ihr habt jetzt keine Ahnung, was ich meine, ne? Zurückwerfen, hä? Passt auf, ich zeig's euch mal kurz. Falls ihr auch mal Schütze werden wollt oder schon seid. Mächtiger Schuss. Pfeile bringen alle Gegner, außer den größten, zu 50% aus dem Gleichgewicht und stoßen sie zurück. Weil dann können die nicht weiter suchen. Das ist total geil. Werden die beim Suchen unterbrochen und kommen einfach nicht an uns ran. Fuß, Rotar. Gutes Zeug hier. Daedra-Pfeil. Das ist unser zweiter Daedra-Pfeil übrigens. Wen es interessiert. Wir haben tatsächlich einen einzigen gehabt bis jetzt. Jetzt haben wir zwei. Zwei einzige. Kann man tatsächlich so sagen. Weil zwei Pfeile sind schnell verballert. Wobei ich sowieso... Also die Daedra sehen natürlich am geilsten aus. Aber... Fuß! Mir gefallen dennoch die Drachenknochenpfeile eigentlich besser, vor allem, weil man die sehr leicht herstellen kann. Die Daedra natürlich auch, oder? Nee, Daedra kann man nicht schmieden. Nur... Was ist das da? Doch, Daedra, tatsächlich. Ebenerz. Wir könnten Daedra-Pfeile schmieden. Ist ja cool. Also hier geht es nirgendwo weiter. Außer da, wo der Todesfürst eben noch statt. Wo war denn das? Entschuldigung. Hey. Wo war denn das? Ich habe mich verirrt. Beim im Kreislaufen verlaufen. Muss man auch mal schaffen. Ach, hier war der. Jetzt. Bin ich paranoid? Echt nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Topf. Und kleptomanisch bin ich auch nicht veranlagt. Überhaupt nicht. Ich muss auch nicht alles mitnehmen. Überhaupt nicht. Nee. Wie kommt ihr da drauf? Als hätte ich schon jemals Müll mitgenommen.
Da ist eine Falle. Über die können wir aber drüber laufen. Weil durch unser Schleichen-Skill lösen wir keine Bodenschalter mehr aus. Falls sich jemand... Aha! Mal den zuerst. Der sieht so klein aus. Ja, der ist größer. Oh, komm, tritt du auf die Schaltfläche. Komm hierher. Schön hierher laufen. Er ist draufgetreten, oder? Nö. Verzauberte Axt des Eises. Die fröstelig. Jetzt habe ich die alte Nordaxt genommen. Muss man bei Gelegenheit mal rauswerfen. Immer diese Familienmitglieder, die meinen, dass Heiltränke noch was bringen, wenn die Typen schon tot sind. Ist das hinüber? Das da kann man drehen, soweit ich weiß. Das da kann man drehen. Das auch. Wo ist mein Pfeil? Egal. Schlange, Vogel und zweimal Delfin. Und was brauchen wir? Wir sind nochmal Delfin und Schlange. Woher wissen wir denn, was wir brauchen? Könnten wir benötigen. Müssen wir uns mal das ganze Ding nochmal angucken. Wo ist man reingekommen? Hier. Okay, an der Tür ist mit Sicherheit noch nichts. Wenn ihr irgendwo Delfine, Schlangen und Vögel seht, sagt da Bescheid, ne? Hallo? Da, Pilze! Mist. Aber Hängemoos, immerhin. Allerdings immer noch keine Delfine und immer noch keine Schlangen und immer noch keine Vögel. Für gewöhnlich... Da ist ein Pilz dahinter. Für gewöhnlich ist das irgendwo abgebildet. Ups. Pack mal weg, das Ding. Noch mehr Hängemoos. Aber hier sehe ich jetzt überhaupt nichts abgebildet. Ein leerer Todesfürst. Hier sind sie jetzt schon. Ach, dahinter. Wow, ist ja schwer. Oh. Vogel. Fisch. Schlange. Kennt jemand noch Fußlang Zigzag Zigzag Vogel? Wenn nicht, schaut euch mal Sam & Max an. Fußlang Zigzag Zigzag Vogel. Das, so spricht man nämlich Hieroglyphen aus. Falls ihr das noch nicht gewusst habt, jetzt wisst ihr es. Fuß, Slang, Zigzag, Zigzag, Vogel. So. Wichtig ist das Lispeln. Das dürft ihr nicht vergessen, sonst ist es nicht korrekt. Na komm, Todesfürst, du bist doch da oben. Ich weiß es doch. Ich sehe doch dein Schwert. Fass es nicht, wir haben den getroffen. Ich fass das nicht. Ah, war fies. Fallene Pipi, Mann. Der hat jetzt auch Erkältung, der Typ. Auch so ein Stab, die sind cool. Fußlang, Zigzag, Zigzag, Vogel. Jetzt habe ich so dieses Wort im Kopf oder dieses Dings im Kopf. Das ist kein Wort, sondern eher ein Dings.
uns nichts. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir hier ein Drachenwort finden. Wisst ihr, unser Meister Magier ist schon auch geil. Schickt uns los, Draug töten und selber hängt er da rum und guckt sich Serge an. Also ein Hoch auf die Magier von Himmelsrand. Das sind die im WoW noch nützlicher. Die können wenigstens Wasser machen. Nein, Mages sind cool. Im WoW zumindest. Hier mag ich sie leider gar nicht, aber das ist jedem selbst. Jedem seine eigene Sache, was er hier in Skyrim spielt. Von daher lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Was auch immer ihr spielt das Richtige. Hier geht's noch weiter. Wie viele Todesfürsten kommen denn da noch? Sonst hatten wir immer einen pro Ruine. Au! Macht nichts, dann können wir ein bisschen heilen. Oh, so viel dazu. Die Falle hat uns das Mana entzogen. Was ist denn das für ein Kack? Ja, weil Heilungsskills bringen natürlich auch Level. Levelfortschritt. Aber die können wir gerade nicht anwenden. Wie kommen wir denn da drüber? Mit dem Schutzzauber vielleicht. Fuß! Einfach so. Mit Fuß geht alles. Da ist er wieder. Ne, das sieht jetzt eher aus wie ein Todesfürst. Oder der Dovahkiin. Das wären dann wir. Ah! Fisch, Schlange. Fisch, Schlange. Zickzack, Zickzack, Vogel. Fisch, Viech. Diese Schweine! Und wieso sind da... Ach so, falls jemand die hier übersieht, gibt es hier nochmal die Info. Das ist auch geil. Da drehen sich... Oh Gott, sowas hasse ich ja. Das mag ich schon in den Adventures immer nicht. Die zwei sind noch falsch. Sind die richtig und die falsch, oder? Nö. Nein, sind wir gut. 5-mal gedreht und schon passt's. Speichern. Immer gut. Vor allem nach solchen Rätseln. Weil beim 2. Mal dauert es grundsätzlich 5-mal so lang. Es ist höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Ey, jetzt kommt der wieder. Nö, ne? Muss das sein? Oh, der hat sein Gold wieder! Ach nee, das habe ich ihm noch gar nicht geklaut, weil wir doch laden mussten. Oh nein! Wir mussten doch laden. Was ist denn, wenn wir den hier töten? Weiß es die Akademie dann? Ah! Den Nordpfeil, den wir ihm in den Kopf geschossen haben, können wir wieder mitnehmen. Ist auch geil. Oh, Freunde. Dieses Spiel ist einfach der Hammer. Schieß ihm mit Pfeil im Kopf. Ah, hier bitte hast du deinen Pfeil wieder. Das ist so geil. Es ist so geil. Ich komme nicht drauf klar. Jetzt ist das Sackgesicht auf die Falle getreten und wir kriegen die Pfeile ab. Ja, genau. Vergiftet es aber auch. Und überhaupt. Oh Gott. Wieso ist da alles grün? Wo sind die Draugs? Also so etwas. Psst. Nun seht euch das an. Keine Zeit. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir so etwas finden würden. Guck mal, ein Draug-Todesfürst. Sie ist so tief im Sack. Ist da jemand? Nee. Das ist der Jürik. Gauldurson. Und aus irgendeinem Grund können wir den nicht treffen. Nichts scheint zu funktionieren. Richtig. Haltet es beschäftigt. Hm? Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Mach mal. Hast du schon entzogen, Typ? Oh. Da, nun greift es an. Okay. Was? One Hit? Nein. One Hit. Ich bin nicht der Einzige, der das sieht. Oh. Fragment von Gauldors Amulett. Cool. Als
Also das ist ja wirklich einzigartig. Ja, finde ich auch. Hier ist ganz viel Zeug auf dem Tisch. Alles meins übrigens. Geh bloß weg, Opa. Das gehört alles mir. Was ist denn so einzigartig eigentlich? Das da. Oh, danke. Trollschädel, sehr schön. Die werden fleißig gesammelt, die Trollschädel. Mhm. Hier sind noch eine Menge drauf verbuddelt. Hallo, bist denn du? Der Opi steht auf dich, wollte ich dir nur mal sagen. Seid bereit, euch zu verteidigen. Was ist denn das? Hallo? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Jo. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Okay. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Jo. Bitte beeilt euch. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Kein Drachenwort, Freunde. Schade, schade. Doch, da ist eins. Wenn man vom Teufel spricht. Hua, ha, hu, hua, ha. Eisform. Verwandeln wir uns dann in Eis? Das wäre ziemlich cool. Mal kurz nachlesen. Schreie. Dein Schuh umfriert einen Gegner komplett ein. Wobei, bei unserem Geschieße wäre das gar nicht so verkehrt, ne? Trotzdem. Ich habe gedacht, wir verwandeln uns in Eis. Das wäre cooler. Ausgang. Kette. Kette ziehen. Zieh an der Kette. Ich zieh mal. Wo ist die Kette? Hallo? Wo ist die Kette? Hm. Oh. Keine Kette. Ein Griff. Hm. Ah ja, hier sind wir reingekommen. Sehr gut. Was ist eigentlich mit den anderen Schülern passiert? Sind alle wegverpufft. So, Freunde, das war also Sartal. Winterfeste. Ne, wir gehen gleich zur Akademie. Sehr schön. Irgendwo hat Winterfeste auch den Jarl versteckt, aber ich weiß es gerade gar nicht, wo der ist. Strike! Wir dürfen rein! Endlich. Allerdings, jetzt haben wir schon mal angefangen, Freunde. Wollen wir denn die Winterfeste bzw. die Akademie nicht fertig machen? Eigentlich wäre es schon ganz gut, ne? Weil ich unterbreche so gerne laufende Quests. Was? Ich unterbreche so ungern laufende Quests, wollte ich natürlich sagen. Ah, da ist er. Der hat uns was gesehen. Oh, da liegen ganz viele Seelensteine. Ich war ganz wuschig. Nix gebraut, oder was? Sag ich sie. Na ja, doch, da. Ein bisschen. Oh, ein paar Vorräte. Okay, ich nehme alles zurück. Schlachterfischeier ohne Ende. Sehr schön. Schon, wir müssen wieder Alchemie machen. Es gibt eine Menge Gold in Trankform. So, zwischenspeichern. Weil sonst doch noch sieht. Hm. So, Schmetterlingsflügelchen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir bald Erzmagier sein werden. Wie gesagt, ich habe hier, glaube ich, noch nie gequestet. Zumindest nicht besonders weit. Aber ich habe trotzdem so ein Gefühl. Irgendwann mal ein Stahlschwert aufgenommen. Genau, es kann weg. Da ist er! Den, wegen dem wir hier sind. Der, wegen... Was? Der, wegen dem... Der Stein, wegen dem wir hier sind. Genau der. Ist das richtige Wort. Da ist bestimmt irgendwo ein Lehrbuch dabei, aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht alle umräumen. Naja, räumen wir sie mal alle um. Zumindest so lang, bis wir voll sind. Voll. Ist jeder einmal. Kein Grund zu verzweifeln. Ist doch egal. Tim Burton. Ich werde alles einfach mitnehmen. Wir tragen wieder zu viel, okay. Kein Wunder, so viel Zeug wie der hier hat. Muss mal fast was ablegen. Blitzresistenz, wer braucht denn sowas? Ebenerz behalten wir auf jeden Fall. Schaut schlecht aus. Müssen wir ein bisschen Müll weglegen. Aber ich liebe doch meinen Müll. Yep. Ja! Der Typ checkt einfach nichts. Ich hoffe, ihr wollt keinen Diebstahl begehen. Nö. Wie kommst du drauf? Natürlich nicht. Ich glaube, wir haben alles. Oh! Ihr dürft das Zeug da nicht nehmen. Hallo. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Mhm. Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Nein, mein Herr. Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Aha. Verstehen wir uns? Vermutlich. Ich muss mit euch über Sartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Was? Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Tolftier wollte sie sich ansehen. Das könnte wichtig sein. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Mhm. Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung... Und? Oh. Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Wow, ein Stab des Magierlichts. Ich bin, bin absolut begeistert. Wir möchten natürlich mehr über die Geschichte der Akademie erfahren. Ich habe Dokumente aus der späten zweiten Ära gesehen. Darüber hinaus gibt es nur wenige Informationen. Ich fürchte, dass durch Ereignisse der letzten paar hundert Jahre ein Großteil unserer Geschichte verloren gegangen ist. Oh. Habt ihr jemals den Psychic-Orden getroffen? Persönlich nicht. Eine aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Okay. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet... Darf ich jetzt? Nö, immer noch nicht. Ja, wir müssen noch irgendwas ablegen, irgendeine Kleinigkeit. Hey.
Wir lassen unser Müll beim Erzmagier liegen. Ich bin begeistert. Wo geht's hier hin? Das Arkaneum, perfekt. Bin ich gespannt, wo wir rauskommen.